Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die SPD und die Grünen haben sich in dem Koalitionsvertrag ein ehrgeiziges Ziel gesetzt. Wir wollen Hamburg zur Fahrradstadt ausbauen. Und als wichtigsten Indikator wollen wir den Radverkehrsanteil den zurückgelegten Werten bis in die 20er Jahre auf 25% erhöhen. Das ist ein ambitioniertes Ziel, das wissen wir, und wir wollen damit sowohl eine umweltbewusste und eine lärmarme Fortbewegung fördern. Wir wollen damit aber auch nachkommen einem zunehmenden Wunsch, der in der Bevölkerung besteht. Denn immer mehr Menschen steigen in den europäischen, in den weltweiten Metropolen aufs Fahrrad um. Viele Menschen, beispielsweise auch in Hamburg, verzichten teilweise komplett auf ein eigenes Fahrzeug. In Hamburg ist es so, dass nahezu jeder zweite Haushalt mittlerweile keinen eigenen Pkw mehr hat. Wir haben in Hamburg Mitte Juni eine Sternfahrt gehabt, an der 30.000 Hamburgerinnen und Hamburg teilgenommen haben und gezeigt haben, dass sie ohne Auto mobil sein wollen. Ich finde, das ist ein modernes, das ist ein gutes Zeichen für unsere Stadt. Und an jedem letzten Freitag im Monat treffen sich immer mehr Radfahrende in Hamburg zur sogenannten Critical Mass. Im letzten Freitag waren es 6.000 und mittlerweile ist die Critical Mass hier in Hamburg die größte deutschlandweit und deutschlandweit auch bekannt. Und diese 6.000 Hamburgerinnen und Hamburger wollten sensibilisieren dafür, dass Radverkehr, das Radfahrende mittlerweile im Straßenverkehr eigentlich als gleichberechtigte Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu sehen sind. Und da muss ich jetzt mal zur CDU gucken. Schade, dass Herr Lenders nicht da ist. Herr Thering, vielleicht berichten Sie ihm nachher. Diese Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind nicht nur radikale Radaktivisten. Das ist ein breiter Schnitt durch die Bevölkerung. Familien, Kinder, Auszubildende, Studierende, Arbeiter, Angestellte, Selbstständige, hohe Beamte der Hamburger Behörden habe ich gesehen. Abgeordnete sollen da mitgefahren sein. Ich habe ehemalige CDU-Bürgerschaftsabgeordnete gesehen, die da mitfahren. Aktive Bezirksabgeordnete der CDU sind auch mitgefahren, liebe Kolleginnen und Kollegen der CDU. Da frage ich mich doch, was Herr Lenders mit seiner Initiative so anrichten wollte. Will er oder wollen Sie wirklich die Critical Mass in Hamburg verbieten? Das stand in der Zeitung, ist Zitat von Herrn Lenders. Und ich frage dann einmal weiter, was wollen Sie eigentlich, was wollen Sie, dass am Ende so ein Verbot dann wirklich polizeilich durchsetzen? Wollen Sie gegen 6.000 Hamburgerinnen und Hamburger, die einfach nur Radfahren wollen, polizeiliche Maßnahmen anwenden? Ich glaube, Sie sind da auf einem Irrweg. Sie haben auch in der Verkehrspolitik, Großstadtpolitik leider immer noch nicht verstanden. Und ich bin froh, dass der Hamburger Senat und die Polizei in diesem Punkt so sensibel und besonnen reagieren. Unsere Antwort ist die Fahrradstadt Hamburg. Und das, meine Damen und Herren, ist genau die richtige Antwort. Falsch ist übrigens auch, das konnte man gestern auch wieder in der Zeitung lesen, diese Behauptung, dass Radverkehr und Wirtschaft konträre Gegensätze seien. Bei der Herstellung von Fahrrädern beispielsweise ist natürlich die Wirtschaft ein Profiteur. Kleine, mittelständische, inhabergeführte Betriebe führen die Wartung durch und betreiben den Verkauf von Fahrrädern. Auch die Gewerke, der Mittelstand, Herr Trepold, ist natürlich das Rückgrat der Wirtschaft. Das sagen Sie doch immer rauf und runter, dass wir den Mittelstand fördern wollen. Einige Gewerke haben seit eh und je auf das Fahrrad gesetzt. Ich denke da zum Beispiel
nicht nur an Schornsteinfeger, wo es ja sogar ein Symbol ist. Ich denke aber auch beispielsweise an die ganzen Postdienstleistungen. Was wären die ohne das Fahrrad? Die Apotheken liefern ihre Dienste mit dem Fahrrad aus. Pizza wird mittlerweile in Hamburg weit mit dem Fahrrad ausgetragen, weil es wesentlich komfortabler ist. Copyshops fahren mit dem Fahrrad durch die Gegend. Paketdienstleister haben in Hamburg auf das Fahrrad umgestellt, weil sie damit besser durchkommen. Und Fahrradkuriere können mittlerweile eine ganze Europalette transportieren mit ihren Gefährten. Das alles nicht, weil wir politischen Druck gemacht haben, sondern das alles, weil es die bessere Alternative ist, in Hamburg voranzukommen. Das zeigt, meine Damen und Herren, die Zeit ist reif für eine Verkehrswende in Hamburg, weg vom Leitbild der autogerechten Stadt, hin zu einer Verkehrspolitik, die eben die Menschen und deren Bedürfnisse in einen Mittelpunkt stellt und alle Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer gleichberechtigt behandelt. Und gleichberechtigt bedeutet eben auch, dass wir den Radverkehr und den Fußverkehr massiv fördern müssen, denn das ist gerade in der Vergangenheit unterblieben. Es gibt aus der Vergangenheit heraus keine Gleichberechtigung in der Verkehrspolitik. Und wenn man, Herr Thiering, wenn man etwas umverteilt, was schon nämlich der Straßenraum komplett verteilt ist, dann heißt eine Umverteilung natürlich auch, dass wir das zugunsten von anderen Nutzungen und zulasten von bisherigen Nutzungen machen müssen. Das ist aber auch genau richtig, weil es sich an den Bedürfnissen orientiert. Ich möchte noch zum Abschluss zwei Elemente besonders betonen, wie wir dieses Ziel erreichen wollen. Aufbauend auf der Radverkehrsstrategie, die übrigens damals von Ihrem Senat begonnen wurde, genau aufbauend auf der Radverkehrsstrategie wollen wir in dieser Legislatur alle 14 Velorouten vervollständigen und ausbauen. Das sind ungefähr 280 Kilometer. Und diese sollen dann auch am Ende durchgängig beschildert sein. Die Velorouten sind im Grunde das Rückgrat des Radverkehrs. Sie haben eine besondere Bedeutung und sind im Grunde so die Hauptstraßen des Radverkehrs, auf denen man schnell zwischen den Quartieren fahren kann und auf denen man schnell in die Innenstadt kommt. Und wir wollen zukünftig 50 Kilometer Radverkehrsanlagen pro Jahr bauen, sanieren und widmen. Das ist im Vergleich zum Vorjahr ungefähr eine Verdoppelung, und dabei setzen wir insbesondere auf Radfahrstreifen und auf Schutzstreifen. Und das, Herr Thiering, weil es die sicherste Art ist, Fahrrad zu fahren im Straßenraum. Ich fand das schon sehr interessant, dass Sie sagen, die ganzen Unfälle passieren, weil die Autofahrerinnen und Autofahrer ja so abgelenkt sind vom Stau und von Baustellen und deswegen konzentrieren sie sich nicht mehr. Nein, die Wissenschaft sagt eindeutig, man wird nicht gesehen. Beim Abbiegen entstehen die Unfälle, das können Sie in meiner kleinen Anfrage genau nachlesen. Deswegen ist die richtige Antwort für mehr Sicherheit Fahrradfahren auf der Fahrbahn. Das alles wird nicht einfach. Wir laden alle dazu ein, uns dabei zu unterstützen. Wir werden ein Bündnis haben aus Verwaltung, aus dem Landesbetrieb, von der Polizei und den Bezirken. Gemeinsam werden wir das schaffen. Herr, belassen Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Thiering zu. Nein, ich bin gleich am Ende und dann haben Sie ja Ihre Redezeit. Und dann antworte ich im Beitrag gerne nochmal darauf. Also wir wollen ein Bündnis schaffen aus allen denen, die zu tun haben mit dem Radverkehr. Dabei wollen wir auch die Bürgerinnen und Bürger mit einbeziehen. Wir wollen auch, dass der Bürgerschaft einmal jährlich berichtet wird, damit wir hier über die Fortschritte diskutieren können. Und ich lade alle ein. Heute legen wir den Grundstein für die Fahrradstadt Hamburg. Lassen Sie uns das gemeinsam entwickeln und erarbeiten. Vielen Dank.